So, und geht gerade weiter. Ah, ist ja gut, Handy. Warte mal, auf was stelle ich B denn? Habe noch 7 Treffen und ja, passt schon. So. Eben mal den Aufstehwecker ausgemacht. So. Zuerst müssen die Maschinen weg. Die sind doch alle weg, so wie es aussieht. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da runterkomme. Aber das sollte eigentlich von hier aus funktionieren. Ich meine, es gibt ja sowieso nur einen Weg. Und mal viereckiges links, ne? Okay, das hat doch schon mal geklappt. Frage ist nur, komme ich auch wieder raus? Weil das so eine gute Idee ist. Hochentzündlich. Aha. Moment, Moment. Bevor ich jetzt hier alles absprenge, würde ich gerne mal gucken, ob ich das nochmal durchsuche. Ja, yeah, ganz genau. Will zwar nichts sagen, aber what the fuck hat das jetzt gebracht? Warum geht sie nicht weiter? Das ist okay, wenn ich sage, ich verstehe das jetzt gerade nicht. Was? Habe ich hier getan? Und warum steht da, erledige die Rebellen und ihre Maschinen, wenn die schon alle im Arsch sind? Schön, dass ich da wieder hochkomme. Das ist nur ein Greifpunkt. Ich kann die Maschine mit Schockmunition ausschalten. Lol, sag bloß, da hat eine Maschine überlebt. Auch keine Schockmunition, ich brauche einfach noch ein bisschen ordentlich Aua-Bohaua. Okay, jetzt sehe ich mir den Krater an. Super. Das ist doch so blöd. Als sie weiter hineinrannten. Was, wenn Alvans Sprengstoff den Krater gerissen hat? Ich sollte nach Kettenkratz und Javad informieren. War wahrscheinlich ein unglücklicher Unfall. Aber interessant. Ja, Schnellreisepaket habe ich ja mehr als genug. Gegner mit einem Timer rund um ihre Aufmerksamkeitssymbol. Ach ja, okay.
die Maschinen erledigt. Ich glaube, sie heißt Aloy. Ja, ja, bin ja schon dran. Naja, Feuer und Spuck, ich weiß schon. Also, du bist aus dem Westen zurück. Glück gehabt? Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten die Dornrücken in Pferchen. Durch Alvens Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrücken-Misere, Alvend. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Alvend her. Und Petra auch. Das guckst du mir an. Zitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was macht Petra mit dem Magistrat? Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Krater... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvend. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvend. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Besser als du, Arschloch. Fall doch tot um. Raus! Wir wollen und brauchen dich nicht. Nieder mit Arbeit! Weg von mir! Dreck steht dir gut, Alvend. Ja, mach ihn dreckig, dann sieht er von außen so aus wie innerlich. Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Ja. Hier, bitte, nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Kein Problem. Für die Petra doch gerne. So, jetzt kommen wir. Okay. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Aloy Mäuschen, das wollte eigentlich ich gerade sagen, aber ist okay. So, was haben wir denn noch hier?
Das würde ich sogar machen. Unbekannte Jagdgebiete. Ja. Das Interessante ist, dass die auf der PlayStation 5 ist, die das Dingsbums ist viel weniger. Viel kürzer die Ladezeiten. Als beim ersten Teil auf meinem PC. Und ich weiß nur nicht warum, obwohl ich eine SSD drin habe. Auch für die Spiele, ja. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. So. Schwein hätte ich vielleicht. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich wollte sagen, für das Schwein sollte ich... Das muss die Lichtung sein, in der Konova die Eklipse gesehen hat. Blutflecken. Ein guter Ausgangspunkt. Hier hat Conova wohl ziemlich sicher diese Wache getötet. Vielleicht verrät mir mein Fokus, ob hier wirklich jemand Drittes war. Ich sehe eine Menge Spuren vom Kaja-Suchtrupp. Nicht hilfreich. Was gibt's denn hier sonst noch? Wir müssen dem hier folgen. Gebrochene Äste. Zerbrochene Äste. War jemand dort oben? Schwache Spuren. Sie führen von Fahrlicht weg. Mit meinem Fokus sollte ich ihnen folgen können. Ja, dann lass mich den Fokus benutzen. Mal sehen, wo sie hinführen. Vielleicht lügt Conova ja wirklich nicht. Ich glaube auch nicht, dass der gelogen hat. Der hört sich ziemlich glaubwürdig an. Zumal er ja gesagt hat, es ist ja scheißegal, ob er stirbt oder nicht. Er will ja nur, dass wir es klären. Ich habe die Spur verloren. Es sind zu viele Maschinen unterwegs. Vielleicht finde ich die Spur ja auf der anderen Seite wieder. Ich könnte mit Feuer schießen. Oder mit Schaden. So, One-Shot ist One-Shot. Punkt aus. So. Jetzt sollte ich die Spur wieder aufnehmen können. Ja, ich weiß. Aber wir machen trotzdem auf jeden Fall, will ich einiges... Ja, komm. Wo gibt's denn jetzt hier weitere Spuren? Ich habe das Gefühl, dass mich die Spuren nach dort verfolgen. Blut. Eine Menge. Wer auch immer es war, diese Maschine hat ihm wohl eine verpasst. Ja, passiert, ne?
Mit dem Fokus sollte ich der Blutspur problemlos folgen können. Erst wie hoch zu dieser Brücke da. RIP, kleines Schweinchen, was machst du? Da kommt die Aloy und tritt dir in den Schuh. Ja, das war eigentlich voll unfair. Es hat sich nur ein bisschen im Schlamm gewälzt. Das Erste, was wir gemacht haben, erst mit ihm eine verpasst. Hier unten wurde ein Aussichtspunkt eingerichtet. Verbände. Offenbar wollte der Flüchtige seine Wunden verbinden, bevor es weiterging. Ich sollte den Spuren folgen können. Guter Blick auf Fahrlicht, wenn man es ausspionieren möchte. Ja, ich habe so das Gefühl. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Ich bin doch schon dran. Ich muss nah an der Maschinenposition aus Larens Vertrag sein. Auch noch. Bühler, wie Larent gesagt hat. Ich brauche ihre Antennen. Wenn ich sie abschieße, ohne entdeckt zu werden, sollte alles reibungslos ablaufen. Dass ich hier bin. Ich lasse erstmal den Timer ablaufen. Kriegen wir eigentlich gut hin. Muss nur gucken, dass ich den wieder hier runterhole. Oder so, ja. Kann man auch machen. Ich konnte keine intakten Antennen besorgen. Jetzt muss ich eine andere Bühlerherde finden. Warum? Mehr brauche ich nicht. Ist doch alles gut. So, in Spuren folgen. Machen wir doch glatt. Die Spur endet hier. Ist wohl in diese Höhle hochgeklettert. Mit der Wunde macht er es sicher nicht mehr lange. Ja, ist jetzt die Frage. Also wie gesagt, normalerweise würde ich es ja ausschalten, weil es einfach komisch aussieht. Traurigerweise. Das ist ein bisschen schwierig ohne. Das hier sieht mir nach einem guten Versteck aus. Das ist das Blaue hier. Garnison? Nicht einfach. Ob Jarovik wirklich tot ist? Er ist nicht am Treffpunkt aufgetaucht. Er hat ihn diese dumme Wache getötet. Er hat die Nerven verloren. Dann müssen wir uns eben durch das Tor sprengen. Und was dann? Bayard war unsere Verbindung zu Wesley. Und jetzt ist er tot. Wir finden Wesley, wenn es sein muss. Aber erst müssen wir an Fahrlicht vorbei. Beim nächsten Wachwechsel greifen wir an.
Konova hatte recht. Ich muss sie aufhalten, bevor sie noch mehr anrichten. Entdeckt. Hey! Unterstützung leisten! Der letzte Lümmel. Bleib hier, du Lappen. Warum treffe ich diese Sau nicht? Bin ich blöd? Hab ich gar nicht gesehen. Sind sicher noch mehr von denen. Besser vorsichtig sein. Das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Oh. Okay, neues Textprotokoll. Nehmen wir mal ein bisschen Zeug mit. Ja, das. Dann sind wir eigentlich schon am Aufnehmen, knapp 20 Minuten. Ich habe ja gesagt, ich will diesmal nicht so lang machen. Wieso soll ich da stehen bleiben, während du mit dem Bogen nach mir schießt? Komm her. Schön, dass du mich so getroffen hast. Was? Dazu. Klingt, als wären jenseits des Schreckens noch mehr Eklipse. Wenn dieser Hayat die einzige Verbindung war, könnte er einen Fokus haben. Damit könnte ich sie finden. Könnte er einen Fokus haben? Da haben wir doch schon jemanden. Das da ist wohl Rayat. Ist wohl seine Blutspur gewesen. Er ist auf dem Weg hierher verblutet. Ich hatte recht. Rayat hat einen Fokus. Interessant. Das gefällt mir nicht. Treue Eclipse. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahrlicht. Wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Ja, genau. Ich muss diesen Vesri suchen und sein neues Eclipse-Imperium vernichten, bevor es entsteht. Da sind Koordinaten, jenseits von Fahrlicht. Rayats Maske sollte reichen, um Konovas Unschuld zu beweisen. Ich sollte sie nach Fahrlicht bringen. Gut. Dann bringen wir die erstmal dahin. Ja, super, machen wir das noch schnell. Machen wir das noch schnell, dann sollten wir eigentlich für heute soweit fertig sein. Das ist jetzt hochgeladen, das ist soweit okay. Dann werde ich mal gucken. Ich finde es mit Aufnahme und... Habe ich ja schon öfters gesagt, ne, dass ich das eigentlich ziemlich genial finde, wenn man
Konsolenaufnahmen betreibt, weil man dann einfach alles noch nebenher machen kann. Also währenddessen bin ich auch die ganze Zeit am Hochladen und allem drum und dran. Während ich trotz allem halt immer noch am Aufnehmen bin. Ist ziemlich entspannt. Achtung, Soldat, sie ist zurück. Aloy, schon was rausgefunden? Eclipse-Flüchtlinge haben am anderen Waldrand kampiert. Und sie waren bereit, sich durch Fahrlicht zu kämpfen. Du hast viele Leben gerettet. Aloy, du weißt, ich glaube dir. Aber die anderen Offiziere, sie werden Worte allein nicht überzeugen. Wollen sie einen Beweis? Zeig ihnen die hier. Und sag ihnen, dass er sein Leben riskierte, um einen Spion zu enttarnen und zu eliminieren. Ha, du bist wirklich seine Retterin. Herzlichen Glückwunsch, Soldat. Du kommst hier raus, sobald ich das mit dem Stab geklärt habe. Ich werde dir hier den richtigen Leuten bringen. Mhm. Das war's dann? Das Ende der Eclipse? Beinahe. Diese Eindringlinge, die es vor Wochen durch Fahrlicht geschafft haben. Ihr Boss ist gefährlich. Er ist da draußen, im verbotenen Westen. Und stellt eine Armee auf. Sonne und Schatten, du willst da raus und ihn aufhalten? Ich versuch's. Klar. Ich will helfen. Ich kann kämpfen. Das weiß ich doch. Aber du hast viel durchgemacht. Genieß deine Freiheit, wenn du hier raus bist. Hast's verdient. Mach sie Plattretterin. Immer. Super, ist doch schon mal wunderbar. Da haben wir einen Unschuldigen aus dem Knast jetzt geholt. Geht zur Ruhe. Aber ich noch nicht. Das ist unglaublich makaber, weißt du das? Ich habe so das Gefühl, ich werde hier gerade mit Fähigkeitspunkten bombardiert. Stille Munition mit weniger Rohstoffen brauche ich jetzt nicht zwingend, aber Konzentration, Regeneration. Das ist an sich nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Schwere Waffe plus, interessiert mich jetzt auch eher weniger. Ich kann nur einen. So, warte mal. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wer sagt das denn die ganze Zeit? So, was haben wir denn jetzt hier? Quests. Ich würde sagen, das schickt. Finde weitere Beute im Unternehmerlager. Plünderer, begib dich auf die Stürmerposition. Kehre zu dem zurück. Das machen wir doch. Wo haben wir es dann? Nicht dahin reisen? Ja, kann ich. Ja, wunderbar. Geben wir das noch ab? Ich denke mal, dann sind wir auch soweit bedient. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe die Alarmantennen für dich. Ha, perfekt. Die sind gut. Wie abgemacht, deine Bezahlung. Ich muss jetzt gehen. Ich warte hier auf die Teile. Das kriegen wir hin. Möchtest du? So, Aufträge. Nein, Aufgaben, Beuteverträge. Dann würde ich das machen. Da war ich doch schon, oder nicht? Da kann ich nicht hinreisen, aber hierhin. Ja, nee, dann würde ich sagen, beende ich den Part heute. Ein bisschen früher, dann habe ich nämlich noch Zeit. Dann kann ich den Upload vorbereiten. Dann haben wir schon mal... Da habe ich schon mal ein bisschen was recht gemacht. Und währenddessen kann ich aber schön unter die Dusche. Und hier kann ich dann nochmal in Ruhe speichern. Ja, Daten überschreiben. Danke, PlayStation. Super. Ja. Was gibt's denn da für Mitteilungen? Ach ja, irgendwie
installiert und hast nicht gesehen. Komm, es interessiert mich nicht. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.